Hallo, liebe Freunde der großen und kleinen Bahn. Willkommen hier am Bahnhofsgebäude oder besser ehemaligen Bahnhofsgebäude von Lauterbach-Steinbach in Sachsen, was hier so ein bisschen schön Epoche 6-mäßig vernachlässigt aussieht. Das Schön ist natürlich jetzt ein bisschen mit Ironie zu sehen. Ja, ich möchte gerne eine kleine neue Serie starten, die vorerst erstmal aus zwei Videos bestehen wird, wo es um stillgelegte Bahnanlagen geht. Das erste, da geht es hier um diese Strecke. Und zwar ist das die Strecke zwischen Leipzig über Bad Lausick nach Geithain. Und da ist mir was aufgefallen, was jetzt auch in der hiesigen Bevölkerung nicht so sonderlich bekannt ist. Denn Lauterbach hatte nicht immer nur ein Gleis, sondern hier gab es mal ein zweites. Und zwar dort, wo jetzt hier das Andreaskreuz mit der Lichtsignalanlage und dieses graue Häuschen steht. Dort gab es also mal noch ein Gleis, was allerdings nicht zum Kreuzen von Zügen da war, sondern für den Güterverkehr. Bevor ich da allerdings näher darauf eingehe, schauen wir uns hier erstmal um. Ja, und dazu begeben wir uns jetzt erstmal in die Luft. Wir haben dort Lauterbach und da hinten am Horizont liegt dann Bad Lausick. Ja, und die Eisenbahnstrecke, die habe ich hier so ein bisschen rot hervorgehoben. Ja, und dann machen wir mal einen Schwenk in die andere Richtung. Immer schön der Bahn entlang. Im Vordergrund ist hier der zugefrorene Steinbruch. Ja, in Richtung des nächsten Ortes und des nächsten ehemaligen Bahnhofs, der heute auch nur noch Haltepunkt ist, das ist Otterwich. Ja, und zwischen Lauterbach und Otterwich gab es mal eine Betriebsstelle, die es heute nicht mehr gibt und die ich euch hier in diesem Video vorstellen möchte. Ja, wir schauen uns aber erstmal mit Google aus, wo wir hier überhaupt rumgeistern. Na, das besagte Otterwich ist jetzt hier in der Mitte der Karte. Ja, und hier haben wir dann am unteren Ende Lauterbach und dazwischen befinden wir uns. Ja, und dann fliegen wir mal noch ein bisschen die Strecke ab, die hier zwischen den beiden Ortschaften entlang läuft. Hier mal Sachen hinter den Büschen. Was es mit den Büschen hier auf sich hat, erkläre ich dann gleich. Ja, denn um zu wissen, wie es einmal ausgesehen hat, müssen wir in die Vergangenheit reisen. Und das tun wir jetzt, indem wir hier mal in die deutsche Fotothek schauen. Ja, hier kann man nicht nur alte Fotos finden, na, wo man also die als Suchbegriff eintippen kann und dann kann man also zu seinem Ort historische Fotos suchen. Hier gibt es auch Karten. Ja, in meinem Fall ist es das Messtischblatt Bad Lausick und das tippt man jetzt genauso ein. Bad Lausick, Messtischblatt und Enter und wir sehen, hier gibt es einige Messtischblätter zu sehen. Ja, ich habe es jetzt hier schon mal rauskopiert und eine Seite aufgemacht und wenn man dann hier auf Bildschirm füllen klickt, sieht man also, was hier. Hat man das also in voller Größe auf dem Bildschirm und man kann hier natürlich wunderschön sehen, was es da so Schönes gab. Ja, und dann haben wir eben hier einen zweigleisigen Bahnhof Lauterbach mit nochmal zwei Gleiswechseln drin und ein Anschlussgleis zu einem Schacht, den Graf-Moltke-Schacht. Den sehen wir jetzt links oben neben der Ortschaft Stockheim. Dazu gehörte der Schacht auch. Und für den Rest des Videos soll es darum gehen, was heute davon übrig geblieben ist, also von dem Schacht und von den Bahnanlagen. Ja, und dazu nehmen wir jetzt eine etwas jüngere Karte. Die ist von 1944 und zeigt den Zustand des Schachtes, der also schon 1928 stillgelegt und dann relativ schnell abgebaut wurde.
Und hier sehen wir also die Reste der Bahnanlagen. Ne? Lauterbach hat also hier noch zwei Gleise und das zweite Gleis bis, sagen, bis zum Abzweig sehen wir hier auch noch. Also das Gleis nicht, aber den Untergrund des Gleises. Und der ist mit etwas Fantasie heute immer noch zu sehen, denn der ist genau dort, wo jetzt hier diese Bäume stehen. Na, dort ist also immer noch, sagen, das Planum des Gleises. Ja, und diese Aufnahme, die habe ich heute schnell noch gemacht. Ja, mittlerweile sieht es auch ein bisschen angenehmer aus draußen. Ne? Es ist weniger Schnee und ist alles wieder ein bisschen grün. Und die Bäume stehen jetzt da, das hier von der anderen Seite ist natürlich jetzt hinter dem Gleis. Also so mit bisschen Fantasie kann man es, glaube ich, noch erkennen, dass da mal etwas war. Im Hintergrund kommt jetzt Stockheim, also die Ortschaft Stockheim ins Bild. Und da haben wir jetzt durch den kleinen Schwenk jetzt auch im Bild, was von der Schachtanlage übrig geblieben ist. Das schauen wir uns dann noch an. Ja, und so sieht es dann aus, wenn man also auf diesem Gleisbett steht, was da eben noch, naja, mit ein bisschen Fantasie erkennbar ist. Also da, wo jetzt mein Schatten hinfällt, na, ist also alles wildes Gestrüpp. Und wobei, wenn man jetzt hier vorne guckt, das ist ja noch relativ klein. Es sieht also so aus, als wäre das mal irgendwann noch mal freigeschlagen worden. Schauen wir mal. Das wird allerdings alles früher oder später verschwinden, weil die Strecke zweigleisig ausgebaut werden soll. Und naja, da ist dann kein Platz mehr. Hier haben wir nun diesen Punkt vor uns, wo das Gleis zum Bergwerk hingeschwenkt ist in einem 90-Grad-Bogen. Ja, da hinten im Hintergrund ist wieder Stockheim. Dann haben wir davor das, was vom Graf Moltke-Schacht jetzt heute noch steht. Und hier haben wir den ungefähren Streckenverlauf, der nicht so eckig war, wie ich es hier gemalt habe. Ja, und dann ist da noch so ein merkwürdiger schwarzer Fleck, na, den wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Ja, hier muss ich, glaube ich, nichts weiter erklären. Das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Mal davon abgesehen, dass hier überraschenderweise wieder Schnee liegt. Und jetzt schwenken wir mal hier ein bisschen herum und sehen, ah, Bergbau, ja, da ist leider so, dass dann immer mal irgendwo was einstürzt. Und genau das ist hier passiert. Gott sei Dank auf dem freien Feld. Ja, man hatte dann so auf die Schnelle da einfach irgendwelches Flatterband aufgestellt und das ist mittlerweile auch schon wieder weiter eingebrochen, dass das also jetzt hier drüber hängt, über das Loch. Man sieht aber, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dass da also noch ein Bauzaun ringsrum steht, in gebührendem Abstand. Wie es damit weitergeht, das weiß ich nicht. Das Loch ist eben immer noch da. Ja, und dann haben wir noch ein paar Fotos hier im Blick vom Schachtgelände in Richtung Bahnwärterhaus, also in Richtung Abzweig, ehemaligen Abzweig. Ja, ich war vor ein paar Jahren schon mal dort und habe mir das Ganze mal sozusagen fotografisch erschlossen. Und naja, wenn man dann irgendwo freien Feld, zwei Gebäude hat, wo heute Leute drin wohnen und man rennt da mit dem Fotoapparat rum, dann werden die Leute ein bisschen misstrauisch und ich wurde angesprochen und ich habe also dort erklärt, was ich dort gerade mache. Und das war ein Glücksfall, weil ich hatte dort jemanden, dessen Namen ich leider vergessen habe, bei dem ich mich aber hiermit bedanken möchte, der mir dann viel erzählt hat und auch ein bisschen Material mitgegeben hat, was wir dann gleich noch sehen. Ja, da wo übrigens die Nadelbäume stehen, da standen die Schachtgebäude. Ja, und diese beiden Gebäude, da haben wir hier das kleinere, ist sozusagen die Villa des Chefs gewesen. Ja, und das hintere
War also zum Teil Wohnhaus da für die Steiger und teilweise auch Verwaltungsgebäude. Ja, und dann gibt es hier noch eine wunderschöne Postkarte, die wahrscheinlich auch Anfang des letzten Jahrhunderts verkauft wurde. Das ist ein Bild von eBay. Das ist mir leider nicht gelungen, das gute Stück zu ersteigern. Ich weiß es nicht mehr, bis wie weit die gegangen ist. Aber hier hat man natürlich sehr schön, kriegt man hier einen Eindruck, wie das früher ausgesehen hat. Also ganz oben ein Panorama von Steinbach. Dann haben wir in der Mitte links die Bahnanlagen, in der Mitte rechts die Schachtanlage und unten links haben wir dann noch die Kantine. Ja, und hier haben wir noch einen Zeitungsausschnitt, also die Kopie eines Zeitungsausschnittes. Das ist das, was ich von dem Herrn bekommen habe. Und da haben wir hier also eine Werbung, wo also Briketts der Markgraf Moltke verkauft werden. Und hier auf der linken Seite dann auch noch ja, eine Werbung, die also ähnlich ist. Leider stehen keine Preise dabei. Das hätte mich mal interessiert, was so im 1900 die Kohlen gekostet hätten. Ja, dazu gibt es dann noch Briefpapier. Ja, und eine Lohntüte hat sich auch noch erhalten, die ich hier eingescannt habe. Das Original befindet sich mittlerweile in Bad Lausick im Heimatmuseum, weil sowas muss ja nicht bei mir hier herumliegen. Ne? Ich weiß nicht, es ist ja immer so, dass sich die Nachkommen dann vielleicht nicht so dafür interessieren und das dann möglicherweise wegwerfen. Und das wollen wir ja vermeiden. Ja, ich wäre dann am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde dann demnächst mal noch ein zweites Video dieser Art versuchen, das allerdings ein bisschen aufwendiger wird. Deshalb wird das wahrscheinlich erst im Laufe des Jahres auf meinem Kanal zu sehen sein. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht was draus.